Wow, moin und herzlich willkommen zurück zu super geilem Super Hot. Und diesen Witz habe ich, glaube ich, schon in einer Videounterschrift gemacht. Und wir befinden uns wieder in der virtuellen Realität. Das heißt, es geht weiter mit Super Hot. Und das heißt, erstmal die richtige VR-Brille auf. Diskette nehmen. Einfügen. Einfügen. Oder mache ich jetzt gerade irgendwas falsch? Hallo? Ah, ich soll den in meinen Kopf stecken. Jetzt habe ich quasi mein Brain geloadet. Jetzt muss ich gar nicht das Ding auf den Kopf setzen. Es geht nahtlos an der Stelle weiter, wo wir in Episode 4 aufgehört haben. Jetzt muss ich hier das Messer greifen. Almost there. Das klingt natürlich schon so, als wäre es... Bewegen wir uns so langsam aufs Finale zu. Was auch immer hier das Finale ist, ich habe keine Ahnung. Und was danach dann auch freigeschaltet wird. Weil dieses Spiel ist erstmal... Ja, es ist erstmal das, was wir bisher gesehen haben. Das konnte man vielleicht nicht sehen. Leider, scheiße, mit links werfen ist auch nicht so meins. Na, immerhin sein Fuß kaputt geworfen. Okay, gut, das war relativ anstrengend. Mal gucken, was hier... Oh Gott. Jetzt haben wir hier echt keine Schusswaffen. Außer die Leute, die jetzt auf mich zukommen. Aber mit dem Messer, und Schwertern, was auch immer, das sind... Haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Kugeln... abwehren können. Okay. Da unten ist noch. Scheiße, jetzt habe ich den total verfehlt. Ping. Ich sehe gerade leider keine andere Waffe. Also bleibt eigentlich nur noch die Option. Wir haben ja immerhin diese Fähigkeit. So, da oben kommt einer. Waffen checken. Das sieht auf jeden Fall so aus, als würde hier mehr kommen. Ach komm. Das wird jetzt tatsächlich spannend. Leider seinen eigenen Mann erschossen. Scheiße. Ah. Mann! Nein! Es ist doch nicht normal. Ah. Ah, lala. Oh, no, was? Oh. Es...
So, jetzt sind wir wieder hier. Mal gucken, ob es diesmal was wird. Er greift nicht die richtigen Waffen, das ist natürlich besonders gut. Final Order. Jetzt bin ich mal gespannt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Destroy the Pyramid. Okay. Wow. Nun ist hier dunkel. Jetzt bin ich wieder hier. You did well. You did well? Hallo? Ah! Collect your reward. Okay, ich musste mich wieder erschießen. Super. Super hot. Super. Hot. Hot. Super. Hot. Ja. So, war das jetzt eine VR, eine VR, eine VR oder was war das? Aber es liegen jetzt hier einzelne, die ich aber auch nicht runterwerfen kann. Forever, forever. So, was passiert jetzt? Speedrun Game Time. Okay. Das scheint das komplette Spiel zu sein und das sind jetzt wahrscheinlich die Spielmodi. Das heißt, also ich kann jetzt, ja, ihr seht, die einzelnen Bereiche, Airport, Mall, Chinatown, Helipad, The Pyramid. Nehmen wir mal Airplane. Als Speedrun durchrennen. Okay, das machen wir spaßeshalber nochmal. Weil ich glaube, Zeit bewegt sich auch nur dann fort, wenn ich mich bewege. Und jetzt ist es halt eben Red Best Null. Gut, ich habe es noch nicht geschafft, aber... Komm. So. Hat er mich getroffen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Na komm. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. So, ich sehe jetzt die Zeit leider gar nicht. Your time, 11, okay. Es ist nicht die Bestzeit gewesen und das ist ganz schön anstrengend. Holla die Waldfee. Wie komme ich denn zurück? Ach, wahrscheinlich muss ich mich erschießen, genau. Ja, alles klar. So, Mind ist Software, was haben wir denn noch?
Hardcore. Checken wir einfach nochmal die Modis aus, weil ich meine... Sonst ist dieses Let's Play relativ schnell rum. Komm. Hardcore. So, das ist jetzt der Hardcore-Modus. Give it a try. Die bewegen sich auf jeden Fall schneller. Holla die Waldfee. Komm, 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 komm. Hardcore. Und die Waffe hat jetzt gerade mal einen fucking Schuss. Das erinnert mich jetzt aber auch nicht daran. Oh. Von der Seite kam noch einer. Ah, da hinten ist noch einer. Ah. Das ist aber tatsächlich ganz im Verhältnis zum Rest auf jeden Fall tatsächlich deutlich schwerer. Shit. Gut, dass die Flasche noch da war. Scheiße. Gekommen. Super. Super. Also Hardcore ist bedeutend schwerer. Na? Oh shit, da ist ja auch noch einer. Oh nein. Super. Hui. Erstaunlich, wie wenig Schuss da sind. Na, ach, scheiße, auch noch. Okay. So kommen wir auf jeden Fall ins Menü zurück. Joa.
Okay, das war super hot. Also wenn man es jetzt hochrechnet, sind das keine 2 Stunden Spielzeit, die man erstmal durchspielen muss. Jetzt haben wir natürlich weitere Modi. Das ist natürlich ganz nett. Die werde ich jetzt im Einzelnen erstmal nicht weiter zeigen, weil ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß trotzdem mit den 5 Episoden, die es letztendlich dann nur waren von Superhot VR. Das Spiel kostet 30 Euro für diesen Umfang. Es ist natürlich fraglich, ob sich das dann tatsächlich lohnt. Ich weiß gerade gar nicht, ob die normale Version da umfangreicher war. Ich glaube, sie ist es auch gar nicht großartig gewesen. Dennoch, 30 Euro ist dafür schon hardcore viel, auch wenn es irgendwie Spaß macht. Man bewegt sich halt ein bisschen und wie ich jetzt auch gerade schwitzt, ganz ordentlich. Dennoch würde ich halt eben sagen, dafür sich eine Oculus kaufen und dann noch dieses Spiel, also insgesamt über 700 Euro ausgeben, ist schon ganz schön hardcore. Wobei es tatsächlich eines der besseren Spiele bis jetzt für VR ist, was ich gespielt habe. Da mehr Umfang, ein bisschen mehr Variation im gesamten Gameplay. Wäre sicherlich ganz cool, um wirklich ein vernünftiges Spiel vielleicht irgendwie auch mal in der Hinsicht auf den Markt zu werfen. Aber ja, VR ist an der Stelle einfach nicht weit, auch wenn es halt eben für den kurzen Moment Spaß macht. Normales Gaming kann es aktuell in der Form nicht ersetzen. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen guten Eindruck darüber, wie das Spiel insgesamt funktioniert. Wir versuchen es ja, wie gesagt, mit uns hier vorm Greenscreen irgendwie ein bisschen mehr zu vermitteln, wie es in der virtuellen Realität aussieht. Vielleicht kriegen wir da nochmal ein paar Möglichkeiten mehr hin, das noch besser vermitteln zu können. Aber das ist so erstmal der aktuelle Stand der Technik, was wir da so an Möglichkeiten haben. Und mal sehen, auf diese Art und Weise wird sicherlich noch vielleicht ein paar weitere, und wenn es auch nur kurz angespielte, kleinere Sachen sind aus der VR-Welt, ja, mit Oculus, vielleicht auch noch anderen Geräten. Müssen wir dann alles mal gucken, was sich so ergibt. Aber bleibt auf jeden Fall in dieser Hinsicht auch am Ball. Ansonsten geht es natürlich jetzt auch weiter mit den Retro-Let's Plays, wenn ihr so wollt, der ganzen alten Weltkriegs-Shooter. Und je nachdem, ob ich immer ein zweites Projekt nebenher laufen habe oder nicht. Wenn nicht, dann kommt das Ganze jetzt dann mit den Retro-Let's Plays dann halt auch dann täglich. Ansonsten haben wir halt immer wieder diesen 2-Tages-Rhythmus. Achtet auf jeden Fall darauf, was als nächstes Projekt quasi zusätzlich kommt. Da überlege ich mir noch, da weiß ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht, was da das nächste sein könnte. Schauen wir mal, werdet ihr auf jeden Fall hier bei uns auf dem Kanal erfahren. Bis dahin auf jeden Fall haut rein und tschüss.